Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4 mit Bayern im Heiligen Römischen Reich unterwegs. Ja, und immer noch mit der Operation Füße stillhalten. Ja, wir haben beim letzten Mal ja weitere Truppen ausgehoben. Wir haben jetzt hier wieder 12.000 Mann am Start in Salzburg aktuell. Ja, der Provinz, wo wir noch ein bisschen Unruhe haben aufgrund des Nationalismus. Man sieht hier auch, der Nationalismus dauert noch bis 1518 und dann wird der komplett verschwunden sein. Also diese 10,5, das ist ein Wert, der sich ja langsam, aber sicher zurückentwickelt. Aber es ist halt ein Prozess, der lange dauert. Ne? Diese Provinz haben wir ja auch noch ja, vor kurzem erobert, sage ich mal. Wobei, so kurz ist es, glaube ich, gar nicht her. Aber naja, ja, wir haben mit Memmingen noch einen Vasall am Start. Den können wir momentan noch gar nicht annektieren. Also man kann Vasallen auch diplomatisch dann annektieren, allerdings dauert es dann auch eine gewisse Zeit. Ich meine, man muss 10 Jahre lang den als Vasallen haben und der muss eine positive Meinung von 190 Punkten oder so haben. Also es ist ein langer Prozess, auf jeden Fall wirkt sich das dann auch wieder negativ aus auf die anderen Provinzen bei uns im Reich. Ach, es ist, naja, ich würde sagen, bevor ich jetzt groß rumlamentiere, es dauert auf jeden Fall noch, wir werden es dann erleben, wenn es soweit ist. Ja, wir hatten noch einen Plan wegen der Schweiz, wo wir uns überlegt haben, ob wir uns die Schweiz auch noch ja, holen sollen. Thema Vasalisierung der Schweiz. Ja, ich bin noch stark am Überlegen, immer noch, speziell wegen der aggressiven Expansion, die wir noch haben. Und ja, ich tendiere immer noch dazu, das nicht zu tun. Ja, weil ich einfach Angst habe, dass wir nochmal eine Koalition einfangen. Deswegen, wir halten weiterhin die Backen, schauen, was unsere politischen Bündnisse machen. Wir sind momentan verbündet mit Ungarn, Brandenburg, Österreich, der Pfalz und Würzburg. Die werden uns aber ja, über kurz oder lang nicht weiterhelfen. Das kam ja auch der entsprechende Kommentar. Pass mal auf. Verbünde dich nochmal mit dem Osmanen. Der Osmane ist groß, das ist richtig. Der Osmane ist aber ein gutes Stück weg. Und er hat keine Rivalitäten hier in unserem Bereich. Das heißt, der Osmane wird uns vermutlich nur in Defensivkriegen zur Verfügung stehen. Naja, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Naja, er hat minus 5 Meinungen von uns, abweichende Religion. Okay, er ist militärisch ebenbürtig. Was ist das hier? Ach, das sind die Punkte. Okay. Das hat so mit ja, der Statistik am Ende zu tun. Also nichts wirklich Wildes, was passiert. Weitere Entscheidungen in Österreich. Also, ja, ich weiß nicht. Ich spare mal das momentan. Ne? Wir verbessern ja momentan die Beziehung mit, oder haben mit Polen die Beziehung verbessert. Heißt, hier wäre schon mal ein möglicher Bündniskandidat für uns am Start. Er würde jetzt sogar das Bündnis annehmen. Das ist ja interessant. Das ist... Halt, stopp, habe ich das richtig gesehen? Ah, okay, ich habe schon gedacht, ich habe mich hier verschaut. Nee, also Dänemark, Böhmen und Moskau hat er als Rivale. Moskau wird auch immer größer, ne? Habe ich mir das mal gerade angeschaut. Das ist beängstigend. Also vermutlich wird es nicht mehr lange dauern, bis hier Russland gegründet wird. Auf der anderen Seite, England ist auch schon fast... Also inklusive Irland und Schottland fast schon komplett England. Das heißt, hier wird wahrscheinlich alsbald Großbritannien entstehen. Und Böhmen hat mit Mainz ein Militärbündnis geschlossen. Schau an. Was macht der Österreicher? Der rüstet hier fleißig weiter Truppen auf. Aber aktuell ist hier wenig Betrieb im Heiligen Römischen Reich, ne? So gut wie keine Kriege am Laufen. Generell ist es momentan eher ruhig. Also ich habe hier nicht einmal einen Scrollbalken. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise geht es hier immer richtig ab. Ah, die Osmanen sind auch im Krieg. Gegen Venedig, den Johanniterorden und Savoyen. Wie steht es denn da? Plus 18 heißt also für den Osmanen läuft es ganz gut. Ja, aber ansonsten ist hier, ja, die ganze Kiste sehr ruhig. Also im Reich ist momentan Aussitzen und Warten. Was hat hier Kastilien am Start? Gegen Granada? Ach, schau an. Das wird aber auch höchste Eisenbahn mal. Dass Kastilien sich hier komplett Granada holt. Das überrascht mich ja, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben. Und Aragon ist ja auch schon tief in Kastilien eingedrungen hier. Das klingt jetzt auch schwierig, gell? Also ich meine jetzt von den Provinzen her. Nicht das, was ihr schon wieder denkt, ihr Bösen. Ja, ja, ich hab's schon wieder gemerkt. Nein, keine Ausreden, Freunde, keine Ausreden. Ja, was soll ich sagen? Genau, ich wollte noch auf was eingehen und zwar auf die vorletzte Folge.
da habe ich ja den Aufruf gestellt an euch, Freunde, wie sollen wir denn weitermachen? Sollen wir weiterhin täglich bringen hier oder sollen wir alle 2 Tage Europa Universalis bringen? Da war die Meinung aber sehr eindeutig. Da gab es ein kollektives, nein, wir wollen weiterhin täglich die Folgen haben. Ja, ist okay. Können wir gerne machen. Also dann vielen Dank für eure rege Beteiligung. Und dann gibt es halt weiter täglich Folgen. Ihr habt es so gewollt, ihr kriegt es. Also da habe ich gar kein Problem damit. Überhaupt nicht. So, ah ja, schau an. Oh, das kommt jetzt sehr gelegen. Okay, Pause. Das kommt jetzt sehr gelegen. Venedig erklärt uns als... Also, oder sagt, wir sind nicht weiter gültiger Rivale. Okay, Venedig ist auch sehr geschrumpft. Treviso ist an Mailand gefallen. Aquileia, ja, ist von Österreich besetzt, ne, das sowieso, also, ja, es geht hier richtig schön ab. Venedig hat hier unten doch auch mal irgendwas, oder? Ne, das ist Korfu. Hatte Venedig hier unten auch mal irgendwie Provinz, oder bringe ich das jetzt gerade irgendwie durcheinander? Ich vermute, ich bringe es durcheinander. Ja, das ermöglicht neue Optionen. Warum? Also, währenddessen hat das Osmanische Reich Österreich zum Rivalen deklariert. Okay. Spätestens jetzt ist die Kiste erledigt mit dem Bündnispartner Osmanisches Reich. Weil Österreich unser Verbündeter ist. Also ist klar. Die werden, solange Österreich mit uns verbündet ist, uns hassen. Wir sehen hier minus 25 Allianz mit Rivalen. So. Wir selbst, wir Bayern, haben die Rivalität mit Burgund und Mailand. Zu Burgund haben wir momentan keinen direkten Zugriff. Also man muss immer dazu sagen, ich kann Ansprüche auf Provinzen nur fingieren, sofern ich selbst eine Kernprovinz in unmittelbarer Nachbarschaft habe. Also ich habe hier St. Gallen und Graubünden, habe aber hier die Schweiz dazwischen und bin demzufolge nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zu Burgund und kann dementsprechend hier keine Fingierung eines Anspruchs machen und deswegen habe ich auch keinen Kriegsgrund momentan gegen Burgund. Ne? Aber daran arbeiten wir ja noch. Es würde ausreichen, Mailand hier, diese Provinz Mailand wegzunehmen. Dann hätten wir zumindest hierüber einen Anspruch und könnten dann einen Kriegsgrund generieren durch eine Anspruchfingierung. Wir haben Mailand selbst noch und wir haben jetzt einen Slot frei und da wäre ich ganz stark für Böhmen. So, Böhmen hat uns ja selbst auch als Rivale deklariert. Huch, halt, nee, was mache ich denn? Ach genau, hier kann ich Untertanen übrigens erstellen. Wollte ich auch noch zeigen. Also ich kann zum Beispiel jetzt Ravensburg, die wir ja uns geschnappt haben, könnte ich jetzt wieder als Vasall in die Freiheit entlassen. Dann wäre Ravensburg wieder eigenständig. Wir hätten einen Reichsfürsten mehr. Ne? Aber das will ich momentan nicht. Ich wollte bloß mal zeigen, dass das auch funktioniert. Dass das geht. So, Böhmen. Schauen wir uns nicht kurz an. Ungarn, Österreich und Bayern, also das passt. Ungarn und Österreich wird immer mit mir in die Schlacht ziehen, wenn ich angreife, damit das gemeinsame Rivalen sind. Das ist positiv. Ist verbündet mit Mainz, Sachsen und dem Osmanischen Reich. Das ist natürlich bitter. Aber gut. So. Neue Ideen. Weitere Militärideen könnten wir nehmen. Wir haben aber nur noch 7 Jahre Vorsprung aktuell. Wir sind nur noch 7 Jahre in der Zeit voraus und hier mit 9 gäbe es neue Einheiten. Das ist jetzt was... Ja gut, ich muss mich momentan nicht entscheiden. Also, ich muss mich jetzt bald entscheiden, will ich die Idee oder will ich die neue Militärtechnologie? Das werde ich davon abhängig machen, wie die anderen sich entscheiden. Würzburg ist erledigt. Okay, mit Memmingen ist Dauer des Krieges. Der Waffenstillstand vorbei, das ist mir egal. Dann würde ich sagen, dann fingieren wir einfach mal auf Böhmen. Weitere Ansprüche, halt hier, Anspruch fingieren und zwar auf Pilsen. Zack. So, was haben wir hier? Wir verlieren Stabilität und wir verlieren Stabilität. Na toll. Oh Gott. Ein prominenter Naturphilosoph predigt Weisheiten, in denen die denen der Kirche widerspricht. Der Klerus verlangt, dass er gestoppt wird und ihm zur Bestrafung ausgeliefert. Egal was wir tun, das wird große Unruhe im Reich hervorrufen. Na super. Bekommen wir 10 Jahre lang Missionarstärke plus 1. Aber die Technikkosten steigen an. Die Technologiekosten. Oder wir schlagen uns auf die andere Seite. Dann kriegen wir halt 10 Jahre lang
5% Bonus auf die Technologiekosten. Wir sparen uns in Folge was. Missionar brauche ich aktuell nicht, ja, dann nehme ich den hier. Und verliere zähneknirschend meine Stabilität. Das wollte ich zwar nicht, aber naja, das ist halt wieder so Pest oder Cholera, ne? Pest oder Cholera? Wir bräuchten 1006 Militärpunkte. Das geht ja gar nicht, ne? Genau, das geht gar nicht. Das ist dieser Mechanismus, damit man hier in der Technologie nicht ewig weit voraus ist. Um das sicherzustellen, gibt es hier diesen Malus. Ihr seht ja auch, Innovativität angestiegen, minus 5%. Das ist dieses... Na, wo haben wir es? Hier, genau. Was wir gerade gehabt haben, dieses Ereignis. Was haben wir denn noch? Belagerungsfähigkeit ist erhöht, genau. Spionageabwehr ist momentan ja geschwächt bis 1514. Unter der Heretico-Akt, der ist bis zum Spielende. Na schön. Na schön. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Wir brauchen Manpower. Das hilft alles nichts. Was macht's reich? Ja, der Österreicher hat nach wie vor nur 2 Stimmen. Das ist beängstigend. Wobei ihm 2 Stimmen ja reichen, um an der Macht zu bleiben. Ja, aber wenn Utrecht umfällt und Sachsen wählt, dann haben wir echt ein Problem. Wieso hat Köln momentan eigentlich ein Problem mit Österreich? Oder warum sind die nur so weit vorne? Das verstehe ich ja gar nicht. Das verstehe ich nicht. Oh! Oh, jetzt wird's lustig, okay. Ah ja, große Staatsmann in Ungarn ist tot. Würzburg, sie berichten von dem Ereignis protestantische Reformen. Aufgrund der zunehmenden Korruption der Mönche und Kleriker nimmt eine abweisende Haltung gegen die römische katholische Kirche in ganz Europa zu. Stimmen werden laut, die die aktuellen Prinzipien und die Gier der Kirche in Frage stellen. Ein Mönch in Würzburg brachte schon länger seine Besorgnis zum Ausdruck und erklärt nun in aller Öffentlichkeit seine Unzufriedenheit mit der Kirche, was eine Reformierung des Glaubens möglich machen könnte. Tja, das ist wohl richtig. Ja, Wunsch nach Reformen. Also wir sind fast bei 100%. Ja, die Zeit des religiösen Chaos wird jetzt dann wahrscheinlich bald eintreten. Genau, hier ist es auch schon soweit. Tja, Würzburg wechselt die Religion von katholisch zu protestantisch. Eieiei, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe dieses ganze Religionssystem hier in Europa Universalis noch nicht ganz verstanden. Die Staatsreligion ist katholisch, aber diese Provinz ist protestantisch, wie wir gerade gesehen haben. Das führt zu Unruhe. Das merkt man hier auch, lokale Unruhe, und es gibt ja böse Mali, was Steuer und Produktion in der Provinz angeht. Naja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall wird es hier richtig lustig werden. Ziemlich bald. So, neue Staatsehe mit Ungarn. Jawohl, machen wir. Der hat keinen Nachfolger. Ja gut, der ist 24, also das soll er wohl gebacken kriegen. Apropos Nachfolger, wie sieht es hier eigentlich aus? Ah ja, okay. Schade. Schade, schade. Also in der Pfalz gab es offenbar... Ja, der Kollege mit über 70 ist gestorben, der Nachfolger direkt auf den Thron, auch schon wieder 74, und der hat es tatsächlich geschafft, noch einen Nachkommen zu zeugen. Respekt, Glückwunsch, also nichts von wegen Staatsehe und Thronbeanspruchen mit der Pfalz, dass das Ganze in Personalunion endet. Das können wir uns sauber abschminken, diese Idee, leider, leider. So wäre zumindest der Plan gewesen. Oh! Unsere Politik der Schlachtenobservation ist sehr erfolgreich. Ein neuer General scheint gefunden. Wir kriegen einen General mit 50 Tradition. Das ist hervorragend. Also, das ist im Endeffekt ein Geschenkter. Oh, der hat auch... Naja, schade. Habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Das ist also ein General gewürfelt mit Armeetradition 50. Wir haben ja gerade mal die Hälfte. Von dem her, ja, ist das ein Geschenk, das ich gerne annehme. Aber er hätte trotzdem noch ein Tick stärker sein können. Ne? Sagen wir es mal so. Was macht unsere aggressive Expansion? 18 Burgund. Schweiz ist immer noch aufgebracht. Aachen ist auf 37 runter. Böhmen 36. Also ich schaue gerade, weil in einem Jahr der Waffenstillstand endet. Mit den ganzen Koalitionsgegnern, gell? Das dürfen wir nicht vergessen.
So, wir haben Unruhe in Salzburg. Ja, das wissen wir ja. Jetzt haben wir aber gar keine mehr. Du lügst doch. Seht ihr, Nationalismus ist von 10,5 auf 9 zurückgegangen. Oh Gott, nein. Unser Spion wurde enttarnt in Pilsen. Das regt mich doch schon wieder auf. 1% Wahrscheinlichkeit und man erwischt ihn. Was ist das für ein Scheiß? Das geht doch gar nicht. Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Jetzt haben wir wieder unnötig AE gefangen. Na gut, ich bin selber schuld. Ich hätte ja keinen Anspruch fingieren müssen. Bin selber schuld. Also dann, neue Truppen ausheben. Schatzmeister, naja. Also warum hebe ich jetzt neue Truppen aus? Einfach um, ja, aktive Armee zu haben. Die kostet mich dann zwar wieder ein bisschen mehr Geld. Aber ich hoffe, das schreckt zumindest ein bisschen ab. So, wir können Provinzverbesserungen bauen. Das sehe ich ja sehr gern. Ich glaube, Marktplatz war noch was. Genau, in Straubing. Zack, Marktplatz. Auf geht's. Wie sehen wir denn momentan mit dem Handel aus eigentlich? 1,6 Gold jeden Monat. Ist doch nicht schlecht. Aktuell großes Beratersterben bei uns. Das sieht zumindest mal so aus. Und wir haben einen freien Slot. Wir könnten mal wieder unsere Beziehung mit Köln verbessern. Was für Berater haben wir aktuell eigentlich? Das interessiert mich jetzt gerade auch mal. So, jetzt kommen die ganzen Meldungen. Waffenstillstand mit den ganzen Koalitionsgegnern, wie ich schon erwähnt habe. Die laufen aus. Das heißt, jetzt kann es wieder Koalitionen geben. Jetzt kann es auch wieder Kriege geben. Oh, wow, wow. Ja gut. Ich glaube nicht, dass sich so schnell eine Koalition bildet. Ich glaube, dass die Politik des Füße stillhaltens war genau richtig. Also ich, ja. Ja, sollte sich ausgehen. Also Inflationsreduktion 0,1, bessere Beziehungen, Disziplin. Okay, schön. Na schön. Also ich gehe davon aus, dass sich keine Koalition bildet gegen uns. Das wäre mir sehr genehm. Darlehen haben wir keins. Wir machen momentan einen Plus, haben aber natürlich auch hier den Unterhalt reduziert, einfach mal ein bisschen zu sparen. Könnten wir eigentlich noch weiter runtergehen oder mal zumindest auf ein Viertel stellen. Das ist zwar, ja, das gibt dann natürlich wieder Unruhe, aber wir probieren es einfach mal. Ein bisschen sparen, vielleicht hilft's ja. Vielleicht hilft's ja. So. Ich nehme jetzt trotzdem den Vorschlag an und verbessere einfach mal auf Verdacht die Beziehung mit dem Osmanen. Muss ja nicht zwingend schlimm sein, ne? Wenn ich da jetzt einen hinschicke, ich meine, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber wenn Österreich uns zum Beispiel die Freundschaft kündigt, dann könnte ich, und Ungarn auch, dann könnte ich relativ schnell mit dem Osmanen wahrscheinlich ein Bündnis machen. So, was haben wir hier? Hilferuf der adeligen Familie. Die mächtigste der Adelsfamilien im Staat besaß oft gewaltigen Reichtum, doch das hielt sich nicht davon ab, wie ihr Monarch gelingen, finanzielle Querelen zu geraten. Mhm. Auch sie können Schulden anhäufen, die ihre Zahlungskraft übersteigen. In solchen Zeiten können sie sich den Monarchen um Finanzhilfe erbitten. Ach Gott, Hilfe leisten oder Macht verlieren. Da leiste ich lieber Hilfe und habe kurz das Konto überzogen. Ja, jetzt haben wir einen Kredit. Super. Jetzt haben wir einen Kredit. Naja, aber unser Berater kümmert sich darum, dass hier die Inflation zurückgeht. Sehr schön. So, wir haben einen Kriegsgrund gegen Böhmen. Eieiei. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich nochmal ein. Mensch, Manpower, da muss jetzt endlich mal was vorwärts gehen. Beziehung mit Pommern. Brandenburg haben wir schon auf Maximum. Aachen ist im Krieg, schau an. Mit den Franzosen könnte ich mal wieder Beziehung verbessern. Oh, hervorragend. Upgrades bei Admin-Macht und bei Diplotech. Was bringt uns das? Flottenmoral und Kolonialreichweite. Das ist, naja, sekundär, aber es ist nicht gut, wenn man zu weit zurück ist. Das kann ich euch gleich sagen. Oh, ein Gericht können wir jetzt bauen. Das ist sehr schön.
Denn ein Gericht ermöglicht neue Optionen. Also Gericht bedeutet, ich kann in der Provinz dieses Gebäude bauen. Das hier kostet 200 Dukaten und senkt die Unruhe in der Provinz um 3. Das ist schon mal ordentlich. 3, also das ist eine Hausnummer. Mache ich generell dann in Provinzen, wo ich einfach Schwierigkeiten mit der Unruhe habe. Habe ich hier jetzt nicht, aber gut. So, was haben wir hier? Nationale Entscheidung. Verabschieden den Uniformitätsakt. Genau, Uniformitätsakt. Aha, ich habe keine Mali und bekomme Missionarsstärke. Ja klar, warum nicht? Gute Idee. So, Religionskarte. Ui, die Zeit der Reformation hat begonnen, Freunde. Schaut doch mal hier. Protestantisches Reformationszentrum. Also hier oben geht es richtig ab momentan mit der... Oh, in England drüben auch. Also wir gehen mal davon aus, dass England zum Protestantismus wechselt. Genauso wie hier oben. Ja, Stand heute würde man sagen, die neuen Bundesländer. Tja. Das dürfte interessant werden. Vor allem dürfte das unter dem Hinblick... unter dem Aspekt Brandenburg interessant werden, denn wenn Brandenburg, hier sieht man es jetzt, zum Protestantismus überwechselt, dann gibt es einen Abzug hier. Ne? Die Meinung von Brandenburg, ketzerische Religion haben wir, das gibt gleich mal einen Malus von 20, das haut natürlich rein. Eieiei. Ja, jetzt ist die Zeit angetreten, vor der mich der Anacharos was, glaube ich, schon mal gewarnt hat und gesagt hat, da wirst du viel Spaß haben, ja, da hat er absolut recht. Religiöse Querelen, da wird der Kaiser jetzt vermutlich öfters mal den ein oder anderen Krieg anfangen, weil unterschiedliche Religionen führt ebenfalls zu Abzug hier in der Reichsautorität. Und momentan würde Österreich nicht wiedergewählt werden. Heißt, es würde entschieden zwischen Sachsen und uns. Ach Gott. Das ist nicht gut. Wie alt bist du, Österreicher, eigentlich? 55, okay, das dürfte interessant werden. Na gut. So, hey, was ist da los? Ach, die Pfalz schiebt bloß so Einheiten hin und her. Und Österreich schiebt 31.000 hier quer durch unser Land. Ist das auch interessant? Frankreich und Lucca mit Mailand. So, Zürich hat keine neuen Verbündeten. Das ist auch spannend. So, man könnte jetzt drüber nachdenken, sich die Schweiz zu holen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Wir haben gesehen, wir haben keine Koalition gegen uns. Also, man könnte drüber nachdenken. Das werde ich auch tun und ich habe mir, denke ich, meine Entscheidung auch schon getroffen, was ich machen werde. Allerdings werdet ihr das erst in der nächsten Folge erfahren, denn diese Folge hier ist ja schon wieder zu Ende bei Europa Universalis. Ja, die Zeit des Füßestillhaltens scheint jetzt vorbei zu sein. Aber gut, wir werden es beim nächsten Mal sehen. In diesem Sinne, ich sage danke immer fürs Dabeisein und ja, freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal, wenn es dann abgeht und vor allem, wenn es dann weitergeht mit dem Thema Reformation im Heiligen Römischen Reich. Also, bis zum nächsten Mal.